Ready, aim, fire. Dann mal auf in die Schule. Den Kampf lassen wir jetzt mal auf. Wir wollten ja nur mal gucken, wie es im Wald so ist, aber es ist ja alles okay. So, jetzt müssen wir immer noch die Messingschlüssel finden. Wir gehen da mal wieder rein. Die Aufwertung können wir uns auch später noch holen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hier haben wir schon ja alles. Da ist noch zu und hier ist auch zu. Tipp Q an, bis das Tool Begleiterbefehligen ausgewählt ist. Maybe you should see a doctor. Mhm. I'd check my drawers if I was you. Wir können natürlich auch hier auf Gruppe gehen und uns Kenny sichern. So. So, Kenny. Oh, wow. Boobies. Must have. Must touch. Boobies. Geil. So, dann schauen wir mal, was der hat. Okay. Ja, liebe Kennylein, ich muss dich jetzt leider wieder enttäuschen, denn ich möchte wieder einen anderen Begleiter haben. Ja, finde ich auch so. Finde ich auch ganz okay. Und deshalb nehme ich auch wieder unseren kleinen Pali. So. Gut, den haben wir. Your heart is black as your noses are brown. You can take the brass key from my cold dead hands. Ja. School is closed. Ja komm, dann machen wir sie eben fertig. I like my hallways clean. Oh. Böse. Oh, ging ja schnell. Wir haben voll abgenippelt. Okay, Wiederbelebungstrank. Wo ist er denn? Da. Nimm den Nacho! So, und jetzt kümmern wir uns hier um den Saftsack da hinten. Und unsere Attacke können wir jetzt auch einsetzen. Aber erst nehmen wir noch einen Trank. So. Gesundheitstrank. Perfekt. Und jetzt streiten wir zur Tat. Wen nehmen wir denn? 216, 216. Wir nehmen mal den. Oh. So, zumindest seine Rüstung weg. Nee, doch nicht. Oh, wir wurden gebissen. Na, warte. So, was können wir jetzt machen? Jetzt kümmern wir uns um den. Jetzt müsste seine Rüstung aber langsam weg sein. Na toll. Und jetzt kümmern wir uns um Nummer 3. Oh, wie billig. Jetzt bluten wir, aber wir haben ja einen kleinen Heiltrank. Und jetzt können wir weiter durchstarten.
Haben wir sie jetzt alle? Yeah! More officers down! We're taking heavy casualties out here! Damn it, you hallway monitors need to stop playing around! He's got the brass key! He's some kind of dragonborn! Now look, this is detention time, not time to play Dungeons and Dragons! And besides, he's never gonna get inside here because to open the door you need the gold key, and the only way to get the gold key is by getting the silver key. Okay, which even if he has the brass key, he still hasn't made it past the boss level. Okay. You found the brass key! So, öffne das Aufenthaltsraum mit dem Messingschlüssel. Ja, dann nehmen wir die doch mal alle. Völkerball, neue Waffe. Gut, das haben wir auch. Hier noch irgendwas liegen? Nö, ne? Das haben wir. Eigentlich haben wir alles. Okay, haben wir noch ein Schließfach? Oh. Ah ja, mit dem Tempotrank sind wir ja voll. Okay, dann schauen wir doch nochmal. Jetzt was liegt. Ah. Das nehmen wir doch mal. So, Janitor, da können wir rein. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas haben. Ja, definitiv. So, hier können wir. Ah, sieh mal an. Können wir auch verschiedene Sachen abschießen. Aber nicht das. Aber nicht das, was ich eigentlich machen will. Hm, okay, hier ist jetzt nichts. Dann gehen wir mal weiter. Computer Lab. Gut, da kommen wir nicht rein. Faculty Online. He's here, guard the key. Okay, jetzt müssen wir schauen, was können wir. Hey! Well, don't forget the key! Forget the key! Protect the front lines! Well, lucky there was a box of fireworks just sitting there. Go down your weapons. Okay. Wir nehmen unser Megafurz. Well, that kid looks hurt pretty bad. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir machen könnten? Nö, ne? So, wir haben zumindest schon die meisten ausgeschaltet. Bam. Your word is the command, my lord. Don't be afraid to ask for help from your friends. Don't be afraid to ask for help from your friends. Jetzt können wir hier natürlich noch mal reinschauen. Ich glaube, das war es auch schon. Mehr können wir jetzt gar nicht machen. Ruhe. Moment. Die Keramikscherbe. Hey, well, don't forget the key. Den Schlüssel. Was ist denn für ein Schlüssel? Hier ist kein Schlüssel. Your word is the command, my lord. Don't be afraid to ask for help from your friends. Your word is the command, my lord. Dude, you shit your pants. Wo soll denn der Schlüssel sein? Don't be afraid to ask for help from your friends. Your word is the command, my lord. Ach so, muss ich den jetzt befehligen? Pat, nice. Now that feels better, doesn't it? Thanks. I thought I was a godder.
There were too many of them. They were too strong. Their hair too red. Maybe you can take the silver key and find the gold key. You can succeed where I have failed. Free Mackie's prisoners. Hat was? Hat er gerade gesagt? Gott schütze den Präsidenten. So, wir haben McMahons Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt raus und dem mal kräftig eins auf den Popo klatschen. Wir machen ihn jetzt fertig. Janitor, Basement. Können wir eigentlich im Basement auch rein jetzt mit dem Schlüssel? Principal. Eigentlich sollte das jetzt klappen. Oder müssen wir erst, wir müssen wahrscheinlich erst außenrum in das andere Principal. I sure hope the gold key is in there, or else the quest for the silver key has been all for nothing. Condola. Be careful, douchebag. This is Mackie's lair. One wrong step and we could end up in detention. Wir können ja mal alles hier durchsuchen. The gold key. No human has ever laid hands on it before. Let's hope it holds the power to unlock the cafeteria door. Ja, bestimmt, ne? Okay, jetzt schauen wir mal. Zur Cafeteria geht's da hinten lang. Sollte eigentlich klappen. That's far enough, intruder. Where's your hall pass? Oh, Halloween Motor Boss, unser erster Bossfight. No hall pass? Then it's time to write you a referral. Boah. Oh yeah, that's the boss. Good luck fighting the boss, okay? You still think this is a game, young man? Wie viel hatten der? Deadly Force is authorized. Ach du Scheiße. Okay, versuchen wir mal unser Glück. Am besten machen wir den erstmal mit Flamme weg hier. So, dann brennt er zumindest schon mal. Und wir kümmern uns natürlich erst um den Boss. Okay, jetzt schauen wir mal, was passiert. Aua. Fuck. Was macht er jetzt? Okay. You're a bad seed. Was machen wir denn jetzt? They're gonna eat you alive in detention. Let's see what you've got. Wir sollten uns jetzt auf jeden Fall erstmal heilen. Ganz, ganz wichtig. Lawbreaker. Okay. Assault. Time you learned your lesson. Okay, alles kein Problem. 52 hat er nur noch. So, den sollten wir locker hinkriegen jetzt. Hey, wir haben ihn. Nice.